So, ihr Lieben, ein kleines Tutorial gerade, das sich an die Leute von euch richtet, die erstmalig den MyClub-Video, den MyClub-Modus starten bzw. spielen. Entschuldigung für den Versprecher. So stellt ihr einen Trainer ein, vorausgesetzt, ihr habt entsprechend genug Münzen. Ihr seht ja hier den Punkt, ganz oben sind wir, bewegen wir uns da unter Vertrag. Da könnt ihr mit L1 und R1 umswitchen. Dann habt ihr hier das rechte Steuerkreuz und das linke, um hier entsprechend zwischen den Punkten hin und her zu tauschen. Gehen wir mal auf Trainer rauf. Laut Konami ist das ja so, dass hier alle paar Stunden oder Tage auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher, die Trainer abgedatet werden. Das heißt, dass ihr immer mal auch schauen könnt, ob euer, ich sag jetzt mal, Lieblingstrainer beispielsweise mit dabei ist. Hier seht ihr zum Beispiel Pep Guardiola, 770 Goldmünzen kostet der gute Mann, spielt im 4-3-3, hat Managementfertigkeiten von 920. Das bedeutet gleichzeitig, dass ihr hier bis 920 Gehaltspunkte ausgeben könnt. Das ist schon sehr, sehr hoch. Da könnt ihr mal auf X gehen und schauen, wie seine Grundausrichtung ist. Ballbesitz, kurzer Pass, weit flexibel, die Defensivanweisung und die Defensivtaktik hier. Und wenn euch das Ganze gefällt und ihr entsprechend auch einen solchen Trainer bevorzugt, dann könnt ihr ihn verpflichten. Ich werde es an der Stelle tatsächlich gleich machen, weil Guardiola wird nicht jeden Tag hier auftauchen in der Liste. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen Shuffle-Prinzip, also Zufall. Da kann morgen dann zum Beispiel auch mal der Jürgen Klopp drinne sein. Mir gefällt das 4-3-3 im Grunde genommen sowieso. Es wäre für mich auch das richtige System. Von daher werde ich jetzt auch dann ihn unterschreiben lassen. Ich werde mir Pep Guardiola hier entsprechend dann auch holen. 770 Mal Club Münzen. Ich habe ja durch die Legends Edition von Anfang an 1000 Club Münzen gehabt. Mal Club Münzen. 650 Münzen habe ich mich durch diverse Dinge ganz am Anfang verdient, wie Tutorials durchgehen im Mal Club oder die ein oder andere Aktion machen. Und dann kriegt ihr hier und da immer auch Mal Club Münzen. Das werdet ihr sehen. Das ist also nicht unbedingt das absolute Hexenwerk jetzt, die Münzen für Guardiola zusammenzukriegen. Das ist natürlich cool. Ich habe ihn jetzt als Trainer verpflichtet und kann dann entsprechend auch mein Team jetzt nach dem 4-3-3 aufbauen und so weiter und so fort. Natürlich füge ich den Trainer auch gleich hinzu. Und möchte natürlich hier entsprechend auch, dass er mein Haupttrainer ist für meine Aufstellung. Und dann passt das soweit. Und hier seht ihr es nochmal ganz kurz. Ich zeige es euch. Ich habe jetzt hier einen neuen Trainer erstellt bzw. angestellt und gleich mal wieder 50 mal Klappmünzen dafür kassiert. Ihr seht hier, das ist eigentlich relativ easy. Gelegenheitspartie, habt ihr schon mal 50 Münzen. Ranglistenspielgewinn, habt ihr schon mal 50 Münzen. Also wie gesagt, es ist nicht das absolute Hexenwerk. Ihr müsst euch einfach nur ein bisschen mit dem MyClub-Modus beschäftigen. Ich würde mal sagen, wer normal spielt, der hat hier innerhalb von 2, 3 Tagen locker mit ein bisschen Zeitaufwand, der nicht zu hoch ist, die Münzen zusammen, um sich auch einen Top-Trainer zu kaufen. Das würde ich euch auch als erstes empfehlen. Ja, damit soll es das dann schon eigentlich gewesen sein. In einem weiteren Tutorial werde ich euch dann auch nochmal zeigen, wie man mehrere Trainertaktiken miteinander verknüpfen kann und so auch im Spiel dann entsprechend die Taktik umstellen kann. Also bis dahin, ciao und Servus und danke fürs Reinschauen.